Herzlich willkommen zurück zu My Rabbids Kingdom Battles Donkey Kong's Adventure. So, ich bin hier stehen geblieben und wir haben hier ein Puzzleteil. Fast übersehen, tatsächlich. Und hier gibt es auch noch einen Weg. Zu einem anderen Puzzleteil. Relativ easy. Wundert mich, dass das so einfach ist. Wir brauchen nur noch 7 Puzzleteile. So. Und ich bin gespannt, was uns hier unten noch erwartet. Auf jeden Fall kommen wir immer wieder tiefer. Ah, eine Schlange. Rotäugige. Und viele Bananen kriegen wir hier. Was hat er gefunden? Dieser arme Kerl wird von Telefonverkäufern belagert, die ihn überreden wollen, in Bananen-Futures zu investieren. Das Rabbit-Com-Bananen-Hortet ist der Markt sehr volatil geworden. Was? Wäre ich der Rabbit, würde ich die Short-Position wählen. Deine Banane klingelt. Okay, da kommt wieder ein Schieberätsel. Okay. Dann machen wir das doch mal. Weil ist das nicht der Boden, der... Ach nee, das ist gar nicht zum Schieben hier. Das hier ist zum Schieben. Okay, wir müssen wieder 3 Knöpfe drücken. Einen nur... temporär. Wenn ich das richtig sehe. Ding, ding. Ey. Und zwar den roten, glaube ich. Wait. Wollte ich so jetzt nicht. Nein, ach. Wollte den hier auch rüber. So, das ist ja immer die da hinten, den da hinten schiebt. So. Und jetzt. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Geht gar nicht. Kacke. Kacke? Oh, wieso geht denn das nicht? Also ich weiß, warum es nicht geht, aber... Das ist ja doof. Ich will den jetzt hier hinschieben, dann wieder hier hin und dann... Ne? Was ist, wenn ich den erstmal hier rumschiebe? Vielleicht muss ich das so machen. Ne, irgendwie auch nicht. Warte mal. So, jetzt kriegen wir den dahin. Sogar auf blau. Weiß ich, kann den Knopf... Ach, das ist ein roter Knopf. Sicher jetzt erst. Ah, lol. Das ist gar kein roter Knopf. Okay. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ihr von mir wollt. Und zwar das gleiche jetzt nochmal mit dir. Und zack. Didididing. Es gibt einen Soundtrack. Let's go. Da hinten kommt auch wieder ein Kämpfchen und ein Fass haben wir hier aber auch noch. Erstmal Bananen sammeln. Wichtig. Halt, stopp! Was? Wir verlassen die Wege. Okay, wir haben ein Puzzleteil. Und komm wieder hoch. Okay, cool. Oh, wo kommen wir jetzt hin? Wir sind woanders gelandet. Zu einem anderen Schieberätsel. Entschuldigung. Warum ist hier so ein anderes Schieberätsel versteckt? Ich würde gerne was zu den Schlangen hören und nicht immer zu den Rabbits. Das hier sieht irgendwie aus, als ob hier ein unsichtbarer Weg wäre, weil da so Glitzerwürmer, so Glühwürmer, Glitzerwürmer. Mhm. Okay, wir wollen einen Weg zu den Schaltern anscheinend haben. Dafür wollen wir erstmal so machen. Got it.
Dann wollen wir so machen. Wollen wir nicht? Wollen wir dies nicht? Jetzt habe ich doch genau das gleiche gemacht. Hier rüber komme ich nicht. Okay. Wie komme ich da dran? Der rote müsste. Ach, der rote, der blaue müsste dahin. Das wäre cool. So. Und jetzt dich hier wieder rüber. Okay. Dann haben wir das gedrückt. Und das hier freigelegt. Wir könnten jetzt auch hier hoch. Ist alles so blöd. Das ist so gemacht, dass er hier rüber kann. Okay. Er muss wegen dem roten Schalter, aber ich kann ihn doch theoretisch auch. Ja, ich kann ihn doch theoretisch auch rüberschieben. Aber ich brauche auch hier drüben einen. Ah ne, die Kiste kommt runter, da muss ich da nicht hoch. Oh, jetzt geht der Dings hoch. Weg ohne Rückkehr. Weg mit No Return und so. Ob ich da drankomme? Nope. Nope. So, warte mal. Waldemar. Wie kriege ich dich in die Schiene von dem blauen, also in dem Weg? Ich muss es ja gehen. Habe ich doch mit dem blauen Auge geschafft. Und ich habe den genauso reingeschoben wie dich. Muss doch gehen. Gehen muss das. Halt, stopp. Der blaue muss unten links rein, glaube ich. Das sollte er hinhauen. Und dann kann ich den gelben dagegen drücken. Oder grün. Warte, ne, grün ist das. In grün. Dann bin ich auf der Schiene. Genau. So. Nein. So. Und jetzt muss ich Entschuldigung. Das theoretisch normal machen, oder? Ding, ding. Wait.
Das ist alles so doof. Der muss hier hin. Atau, I get you. Hier hin. Bei Englisch ist very good. Was ist jetzt der Trick? Wie kriege ich den da hin? Es ist bestimmt freaking easy und simpel, aber ich komme gerade nicht drauf. Wie lange sitzen die Leute immer da dran und denken sich das aus? Das ist ja die Sache, ne? Moment, wo bleibt die blaue überall stehen? Da bringt's mir nix. Da bringt's mir nix. Hier bringt's mir nix. Die gelbe kann aber hier stehen. Aber den blauen muss ich jetzt halt auch wieder erstmal da reinkriegen in diesen Weg. Und wenn ich die reinschiebe, ist die wieder raus. Aus dem Weg. Aus diesem Zyklus. Das ist nicht cool. Ist ja egal, welche Farbe die haben gerade. Warum kann ich eh nicht schieben? Hat mir nichts gebracht. Aber das. Dann haben wir den nämlich wieder da drüben. Coole Sache, bringt mir nichts. Ja, wenn ich den da hinschiebe. Ne, bringt mir auch nichts. Ich kann den jetzt hier hin und her schieben, aber es bringt mir nichts. Man schiebt den ja immer dran vorbei. Genau um ein Feld. Verrückt. So. Wie kriege ich dich da rein? Muss hier hinkommen. Nein. Man kann halt nie zurückschieben. Das ist total am Box. Wie kriege ich den in den Zyklus, Mann? Dieser Stein hochfährt, ne? Ist auch Mobbing. Reines Mobbing. Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Es ist wahrscheinlich mega simpel. Und das bringt mir ja nichts. Das rettet mir ja nichts. Aus der Situation. Irgendwann muss es Klick machen bei mir. Irgendwann. Irgendwann macht es auch Klick. Aber anscheinend nicht heute. Warte mal. Hmm.
Wie kann ich den so schieben, dass er sich um ein Feld versetzt? Das ist halt der Trick gerade. Das Ding muss sich um ein Feld versetzen. Oh, nein. Oder doch, warte mal. Aha! Jetzt habe ich den aber raus, ne? Habe ich. Wie dumm. Es ist eher auf der falschen Linie. Sie treffen sich nie. Das ist eine unendliche Geschichte hier. Habe ich beide auf der gleichen Linie. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Nee. Ah, es macht mich wahnsinnig. Könnte ich sie ja beide jetzt hier hinschieben. Das macht mich gerade kirre. Und ihr vorm Fernseher oder vom Monitor so. Ah! Rage. Rabbit Rage. Wie doof ist der denn? Ich gestehe, ich bin doof. Oh mein Gott, ich habe es. Yes! Was ein doofes Rätsel. Aber ich habe es. Es hat ewig gedauert. Oh mein Gott. Ich bin umso stolzer auf mich, dass ich es geschafft habe. Doof. Gut, jetzt können wir auch endlich mal kämpfen. Siege alle Gegner. Okay, wir haben direkt Freunde bei uns. Zwei haben wir davon rumlaufen, von den Stoßern. Moment mal, jetzt sind drei Idole. Sind da drei Idole? Sogar ein feuriges? Das ist nicht fair. Wir müssen uns noch einmal um alle Gegner auf dem Schlachtfeld kümmern, damit uns die unverwundbaren Idole gehen lassen. Das ist echt nicht fair. Ansliden, anspringen, Honig. Geht das auf die Idole? Ich hoffe. Leider nicht. Ah, jetzt haben wir so einen Panda. Können wir die Idole auch einschläfern? Das wäre nice. Ansliden. Weiterspringen. Idole sind eh OP und können uns überall hin folgen. So. Moment. Mitnehmen. Wohl nee. OP nehmen. Hier hingehen. Peach leider treffen. Ja, ist nicht cool. Hier hin. Aber dann ist Opi in Gefahr. Lass es uns versuchen. Können die alle einschläfern.
So. Kriege ich den echt zu mir? Dann würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das wäre ziemlich nice. Oh yeah. Das ist in der Tat ziemlich nice. So. Oh, Baby. Es ist schade, dass wir den nicht wegkriegen. Dann kriegt er noch ein bisschen mit Damage. Wir aber auch. Aber alle drei kriegen Damage. Also alle kriegen Damage. Also let's go. Und wir heilen uns direkt. Oh, das ist nicht gut. Ah, der ist bis zu mir gerutscht. Als ob er Heilung kriegt. Okay, alle einschläfern. Ah, Peach hätte vorher schießen sollen. Können wir den irgendwo hinschicken, wo... Zu ihm können wir den schicken. Wieso greift der denn Donkey Kong an? Ist der dumm? Heilen. Als ob er den weckt. Was passiert da? Irgendwie ist das verbuggt. Ich glaube, Opi stirbt. Etwas Pech geht Opi jetzt drauf. Ja, weil der Kack-Typ alle geweckt hat. Könnt ihr das bitte sein lassen? Das ist nicht nett. Also machen wir es nochmal. Wir müssen irgendwie wegkommen von dem Feuertypen. Der zündet alle an. Problem ist, die können wir da überall hinlaufen, ne, wo sie Bock haben. Gerade. Wir machen erstmal die alle weg. Die natürlich wegwerfen, ne? Wegwerfen klingt zu grausam, aber es ist die Tatsache. So treffen wir dich mit Honig. Das ist schon mal sehr nice eigentlich. Anhitten. Und wir gehen... hier hin. So, Peach, warten wir mal wieder. Äffchen nimmt ihn mit. So, dann kommen wir nämlich weiter. Und machen dem mal Damage. So, Donkey Kong könnte ihn finishen. So, wir können aber auch noch. Spaß haben. Können wir da zurück? Auch nice eigentlich. Den Peach halt noch nicht treffen. Haben wir den nämlich eingehonigt. Wo treffen wir den Peach? Der kann nicht laufen. Der wäre weg. Den treffen wir nicht. Hier treffen wir drei Stück. So. Er hat Honig drauf. Der haut uns aber, weil wir stehen vor ihm. So wird er drauf gehen. Wir kriegen zwar Damage, aber egal, komm. Wir sind für die Gefahr los. So, Peach kann ja heilen.
Kriegst du den auch da? Warte mal. Das ist schon nice, was da passiert dann eigentlich. Oh, das ist sehr nice, was da passiert. Okay, cool. Einmal heilen. Wir werden es brauchen. Und du machst auch mal die Vision an. So. Ist halt Quatsch, dass die sich immer über die gesamte Map bewegen können. Hat der Opa jetzt dafür echt seine Kackblicke benutzt? Du machst mal nichts mehr. So, die sind alle low. Können alle noch viel zu viel machen. Peach kriegt gerade viel zu viel Damage ab. Wow. Ist klar. Könnt ihr mal aufhören? Alter. Alter Falter. Haben wir den Opa gegriffen? Ja. Nein, kriegen wir nicht. Warum nicht? Die scheiß Maschine davor steht. Okay. Nehmen wir ihn weg. Nein. Oh mein Gott. Ich verdrückt. Ich denke so, warum passiert nichts? Muss hier hinspringen, weil sonst habe ich den anderen nicht mit seinem doofen Schild. So, der Dicke ist weg. Können sie zur Not einschläfern? Du bist weg. Du bist weg. Nee, du bist nicht weg. Du bist aber weg. Hab ich den von hier? Ja. So, der ist anti-vampiert. Das ist auch noch einer. LOL! Kacke. So. Was mache ich mit dir? Ich habe irgendwo hingeworfen. Boah, kriege ich sogar wirklich. Boah, was? Krasser Shit. Ich unterschätze diese Donkey Kong-Platten. Die sind zu übel, Mann. Die unterschätzt man. Ist mal ernsthaft. Er kann schießen und einschläfern. Und sich heilen. Das dürfte der letzte sein. Jetzt machen uns halt noch die Gegner, die Stompfer da platt. Oh, die können doch nicht über die ganze Map laufen. Halleluja, dann war das ja voll gut, voll weit wegzugehen von denen. Gute Nacht, mein Freund. War schön mit dir. Ist mein Panda. Let's go. Sehr schön. Das musste jetzt von allen dreien gezeigt werden. Ein Zug zu viel. 100 Pro. Ja, man kann es in zwei Zügen machen. Ist klar. Okay. Traurig. Okay. Oh, Bosskampf. Den machen wir aber erst im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.